Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII im Remake. In der letzten Folge haben wir uns von Tifa ein bisschen die Stadt zeigen lassen, haben uns mit dem Waffentypen hier angelegt und nun haben wir eine kleine Mission bekommen, in dem wir ein paar Monster hinrichten müssen und dafür möchte uns Tifa begleiten. Ja, das ist der Plan und unsere Quest wird da hinten weitergehen. Ja, das ist ein Wetterprügel. Willst du mal anfassen? Da ja, habe ich mir schon was gedacht. Ihr passiert was, klar? Ihr? Nee, die ist stärker als du, mein Freund. So. Ah, da wären wir. Das reinste Paradies für lästiges Ungeziefer. Ja, das fühlt sich hier genauso wohl wie der Müll. Wir sind aber immer noch unter Midgar. Ist das cool gemacht, ey. Ich freue mich. Ist das schön. So, schauen wir uns mal ein bisschen um. Hier ist irgendwie ein Weg, der noch versperrt ist. Ich sehe schon. Aha. Ob man da später lang kann, weiß ich nicht. Wir müssen wahrscheinlich in die Höhle, aber wir schauen uns erstmal um. Es ist soweit klar, ne? Oh, guck mal. Viechers. Irgendwie ist das. Ich finde Tiere, die jetzt mit offenem Maul atmen, richtig eklig. Weil da müssen sich ja Bakterien und alles ansammeln. Da sind gleich die ersten. Dann zeig ja, mein Freund. Zack, 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 zack. Und ausweichen. Jetzt hör mal auf! Weißt du? Begleitet mich und kriegt direkt aufs Maul. Das sind mir die richtigen. So kämpft man also bei Soldat? Das war doch gar nichts. Vielversprechend. Dann lass uns mal weitermachen. Ich muss sagen, ist es nicht irgendwie ein bisschen gefährlich, diese Tiere so nah an der Stadt zu haben? Weil das ist wirklich nah dran. Und ich meine, diese Tierchen sahen nicht gerade aus, als würden sie nicht klettern können. Was ist, wenn diese Tierchen einfach da hochklettern? Und dann da lang? Wie cool das ist. Ich meine, es ist schon irgendwie ein bisschen absurd, dass ganz Midgar quasi auf dem großen Ding steht und dann noch auf so ein paar Mini-Stelzen. Wenn die unten hier Leute keinen Bock mehr haben, dann platzieren die hier einfach so eine Sprengladung an so ein Ding. Weißt du? Das Ding klappt zusammen und das obere Ding fällt runter. Ich meine, mir ist bewusst, dass das Idioten sein müssen, die gerne sterben möchten, aber trotzdem möglich. Und ich habe eigentlich gedacht, wir müssen. Guck mal, andere Tierchen. Wir müssen durch den Tunnel. Vielleicht können wir dahin zurück. Also, vielleicht kommen wir von da zurück dann. So, kleine Wehrratte. So. Ja, guck mal, Tifa geht richtig ab. Alter. Die hat mit dem Volleyball gespielt. Also kleine Tierchen vermöbeln, das macht Spaß. Kleine wehrlose Tierchen. Und du hast meine Kombo überlebt? Finde ich nicht gut. Ich muss sagen, das ist entspannt. Es ist wirklich entspannt, diese kleinen Tierchen fertig zu machen. Es sind immer nur zwei an der Zahl. An deiner Seite verlieren selbst die grässlichsten Monster ihren Schrecken. Naja. So, Zielbereich. Ja, wir hätten einfach durch den Tunnel gehen können, tatsächlich. Musste ich auch nicht verstecken. War echt überrascht. Am besten schützt man sich selbst. Ich habe nicht ohne Grund 5 Jahre hier überlebt. Und jetzt mein Quiz. Welche Slum-Regelnummer ist das? Muss ich das lernen? Wenn du hier leben willst, kann es jedenfalls nicht schaden. Aber weiter im Text. Okay. Habe ich nicht so ganz verstanden. Ich dachte, sie hat eine Frage gestellt, aber sie hat einfach quasi. Wow, was? Wo? Achso. Es war quasi auf ihren Satz bezogen. Ich dachte, sie fragt mich jetzt, was ist die Slum-Regel Nummer 2? Easy. So langsam müssten wir eigentlich fertig sein. Wenn man hier jemals fertig sein kann. Jetzt sei doch nicht so ein Spielverderber. Die Slums sind etwas sicherer geworden und wenn auch nur für kurze Zeit. Das ist besser als gar nichts, oder? Vielleicht. Deinem Ansehen wird das jedenfalls nicht schaden. Und jetzt komm, lass uns zurück zu Biggs und Wedge gehen.
Ja, warte doch. Ich muss mich nur hier ein bisschen umschauen. Warte, wenn das der Rückweg ist. Gehen wir mal kurz hier entlang. Wo kommen wir da raus? Ah, okay, hier war noch ein anderer Gang. Was passiert, wenn wir... Na gut, wenn wir durch die Höhle gehen, ist klar. Dann kommen wir auch zurück. Na schade, war aber nicht so aufregend wie gewünscht. Und ich habe die Pakete hier vergessen. Na gut, da scheint eh nichts drin zu sein. Ah doch, T-Heilung durch Marconi. Marconit. Aha! Frost. Nice. Oh gut, war lustig für zwischendurch, ne? Also jetzt... War jetzt keine Herausforderung, aber war lustig. Der Alleskönner, hm? Ja. Vetter Prübelt. Suche nach Kandidaten. Was? Kandidaten? Hallo? Du siehst aus, Suche als könntest Kandidaten. Du noch wichtig werden. Die Bestien sind draußen. Seht doch, seht! Die neuesten Zahlen für die erlegten Bestien. Ihr müsst bedenken, die ganzen normalen Charaktere sehen halt normal aus. Bestien sind draußen. Seht doch. Was für Ding? Oh, bist du etwa der Söldner, der hier seit kurzem auf Jagd geht? Scheint so. Stimmt. Wusste ich's doch. Schau nur, so viele Bestien wurden diesen Monat im Viertel erlegt. Je höher diese Zahl, desto sicherer ist es bei uns in den Slums. So ganz unter uns. Das ist alles dein Verdienst. Mach weiter so, okay? Es wird auch ordentlich vergütet. Oh, ich bin so aufgeregt. Oh, ich schreibe mal 3 Ziffern an die Wand. Oh, es sind 8 Stück. Oh. Okay, besiegte Monster 10. 5-mal Heiltrank. 20 Seelenohrring. 50 MP Boost. Alles klar. Heißt das, ich kann jederzeit zurück? Wo geht's hier rein? Achso, zu den Waffen. Platt, okay? Und der wird wahrscheinlich später noch wichtig. Guckt ihn an. Er ist ein Charakter, der ein bisschen heraussticht. Der hat sogar irgendwie so ein Fake-Schmetterling auf der Schulter. Er sieht jetzt nicht aus, als wäre er ultra wichtig, aber er sieht so aus, als würde er halt markant wichtig sein. Ne? Das heißt, ein NPC, mit dem wir später vielleicht interagieren können. Ah, kann ich jetzt handeln? Drücker wie du werden hier nicht bedient. Also verzieh dich! Alles klar. Vielleicht kann ich nachher einen Charakter wechseln und mit jemand anderem dahin gehen. Wer weiß. Habt ihr es schon gehört? Wow, schon zurück? Na klar, was denkst du? Die Gefahr ist erstmal gebannt. Boah, seid ihr schnell! Allerdings. Wir haben dich übrigens schon angepriesen. Ist ja interessant. Fragt sich, was ihr den Leuten erzählt habt. Ist doch egal. Wenn du weiter gute Arbeit ablieferst, spricht sich das schon von ganz alleine rum. Hast du die Mods schon probiert? Ja. Ein tolles Schwert. Habt bestimmt viel erlebt zusammen. Ja. Ziemlich viel. Alles okay? Geht schon. Was hast du in den letzten Jahren eigentlich so gemacht? Nichts Besonderes. Ich wüsste es trotzdem gern. Gehen wir etwas spazieren? Zeit haben wir ja noch. Komm. Oh cool, ich komme auch mit. Nächster Wedge. Los, bevor er mir abhaut. Nächstes Mal. Och Mann. Wie blind kann man eigentlich sein? Kannst doch den beiden ihr Date nicht versauen. Wir könnten eigentlich auch gleich etwas Arbeit für dich suchen. Willst du vorher noch was einkaufen? Nicht nötig. Bin mir sicher, dass der Waffenhändler seine Meinung über dich inzwischen geändert hat. Wenn du unbedingt drauf bestehst. Okay, jetzt plötzlich, ja? So, von einer Sekunde auf die andere. Du bist eigentlich doch okay. Aber gut, gucken wir mal. Was kann man bei dir denn kaufen? Ach, guck mal, jetzt steht hier so ein Schwert. Hey Junge! Man erzählt sich, dass du angeblich keine Gegner scheust und für Aufträge zu haben bist. Dein Können hat sich wohl herumgesprochen. Komm auf den Punkt. Hör mal, tut mir leid, dass ich vorhin so ungehalten war. War ein mieser Tag. Du brauchst doch bestimmt gute Waffen, um deine Aufträge zu erledigen, oder? Kannst die da haben. Als Entschuldigung.
Wenn jemand wie du eines unserer Schwerter schwingt, ist das gute Werbung für mich. Na gut. Kann ich dich vielleicht sonst noch für irgendwas begeistern? Ich schau mal. Also haben wir doch ein anderes Schwert bekommen. Okay, Waffenrüstung, was haben wir denn hier? Eisenreif. Ist der etwas für tiefer? Eine von Handwerkern ausgearbeiteter Armreif, der die Handhabung von Materie erleichtern soll. Der hat zwei Stacks. Zwei. Nennt man das Stacks? Zwei Löcher, wo Materie reinpasst. Ja, ist eigentlich nur für Materie geeignet. Einen Eisenreif haben wir schon. Ich könnte den zwar tiefer geben. Aber ich muss erst mal gucken. Was haben wir noch im Angebot hier? Kraftreif. Ein Armband, das in der Lage ist, das Potenzial der Muskeln seines Trägers freizusetzen. Eine kugelsichere Weste, die mit Vorliebe von den Gardisten Shinras getragen wird. Das sind quasi eher so Sachen für tiefer, ne? Ohrringe, die mit Materiafragmenten bestückt sind. Ein mit antiken Schriftzeichen versehener Talisman aus Gold, der die Konzentrationsfähigkeit erhöht. Ja, haben wir doch niemanden für. Also ich würde ja sagen, der Kraftreif quasi viel tiefer. Stärke erhöht sich, Vitalität erhöht sich, Magiewert erhöht sich, Willenskraft erhöht sich. Belebt im Kampf einmal automatisch wieder. Das Accessoire zerbricht dabei. Ah, oh, okay. Ja, ich kauf noch nichts. Das ist jetzt... Achso, das ist jetzt noch nichts Wichtiges. Komm bald wieder! Du hast eine neue Waffe erhalten und kannst damit auch ihre dazugehörigen Waffenfähigkeiten erlernen. Erreicht die Geschicklichkeit einer Waffenfähigkeit den Maximalwert, kann sie auch dann verwendet werden, wenn eine andere Waffe ausgerüstet ist. Die Waffenfähigkeit des Panzerschwerts hat von Anfang an den maximalen Geschicklichkeitswert. Ach, deswegen. Okay. Verstehe. Jetzt bist du perfekt ausgerüstet für weitere Aufträge. Dann fangen wir mal an. Zuerst sollten wir bei Weimar vorbeischauen. Wer ist das? Er verteilt die Aufträge, die bei der Bürgerwehr eingehen. Genau die richtige Anlaufstelle für einen Alleskönner. Und wo finde ich ihn? Um diese Zeit sollte er in der Wachstube sein. Die Arbeit als Alleskönner. So, das heißt, wir haben unser Main-Schwert, das quasi jederzeit verwendet werden kann, ja? Ganz wahrscheinlich Waffenmodifikation. Tiefer. So. Fertigkeit Hackentritt. Diese fleckigen und zerschlissenen Handschuhe zeugen vom Trainingsfleiß ihrer Besitzerin. So zerschlissen sieht es jetzt nicht aus. Tiefer schwingt sich in die Luft und führt einen heftigen Tritt aus. Okay. Gucken wir uns mal Tiefers an. Modifikationen. So. Okay. Das hier kann man wahrscheinlich erst zum Schluss machen, ne? Wenn man alles andere hat. TP-Maximum, ja. MP-Maximum. Schnelligkeit. Was heißt Schnelligkeit? Wie schnell sie zuschlägt? Erstmal das hier, ganz klar, ne? Ist ja logisch. Dann gehe ich auch ein bisschen auf Schnelligkeit, weil, wenn das wirklich die Zuschlaggeschwindigkeit ist, dann ist das schon recht praktisch. Na ja, gut, dann gehen wir mal zu Weimar. Bist du der Kerl, der die... Ach, das ist... Nee, das ist nicht der Kleine. Leute, mach die Bestien platt, okay? Hallo. Ich suche nach Kandidaten. Oh, hallo Tifa. Hast du etwas auf dem Herzen? Nein, ich wollte nur einen starken Helfer vorstellen. Voila, Cloud der Alleskönner. Oh, das freut mich sehr. Je mehr, desto besser. Arbeiten wir zusammen für die Sicherheit und das Glück dieser Stadt. Wenn die Bezahlung stimmt, übernehme ich auch gefährlichere Jobs. Du scheinst ja sehr von dir überzeugt zu sein. Ich habe da genau die richtigen Aufträge für dich. Die Details klärst du am besten mit den Klienten. Wenn alles gut läuft, hörst du sicher wieder mal von uns. Alles klar. Du kannst ab sofort dein Talent als Alleskönner unter Beweis stellen und Aufträge annehmen. Unter das Menü Aufträge, das du mit R2 auf der Karte aufrufst, kannst du die momentan verfügbaren Aufträge einsehen. Die Aufträge können parallel ausgeführt werden. Schließt du viele davon ab, um deinen Ruf als Alleskönner zu verbessern. Okay. Kandidat ermittelt. Abgleich mit dem Referenzdatensatz. Strapazierfähiger Knochenbau, definierte Muskeln, Herz- und Lungenfunktionen auch durch Tragen des großen Schwertes nicht beeinträchtigt. Äußerst vielversprechend. Mein Name ist Chadley.
Ich arbeite in der Forschungsabteilung des Shinra-Konzerns. Würdest du mich bei meinem Projekt unterstützen? Du bekommst auch eine Anzahlung. Ich bitte dich, diese Analysematerie einzusetzen und Daten für Kampfberichte zu sammeln. Auf diese Weise kann ich nämlich neue Materie entwickeln. Mit Shinra kooperiere ich nicht. Keine Angst. Insgeheim arbeite ich gegen meinen Arbeitgeber. Gerade du solltest es doch wissen. In neuen Materia liegt auch die Möglichkeit zum Widerstand gegen Shinra. Also, was meinst du? Wenn ich dich hintergehen sollte, kannst du mich einfach mit dem Schwert erschlagen. Das werde ich auch wirklich tun. Sehr gut. Bis dahin haben wir also eine Abmachung. Komm bitte schnellstmöglich zu mir, sobald ein Kampfbericht erstellt ist. Schließe die Mission für die Kampfberichte ab und versorge Shetley mit neu gewonnenen Daten, damit neue Materia entwickelt werden können. Angaben zu den Missionen können im Hauptmenü unter Kampfberichte eingesehen werden. Bei Berichten, die während der aktiven Auftragsphase abgeschlossen werden, winken zusätzliche Belohnungen. Okay. Setze bitte die Analysematerie ein und sammle damit Daten für die Kampfberichte. Uiuiui. Kampfberichte. Es ist eine unbarmherzige Welt, in der die Bestien mit Gas sich bewegen. Werfen wir daher einen Blick auf ihre Selbstheilungskräfte. Ziel ist es, allgemeine Faktoren zu bestimmen, um diese Kräfte zu einer Materia werden zu lassen. Der Auftrag lautet, dieses mittels Analyse zu untersuchen. Verwende Analyse bei 2 Gegnerarten. Auto wieder. Hört sich ja schon mal ganz gut an. So, ich würde sagen, TP-Boost. Darauf kann ich erstmal verzichten. Packen wir mal die Analyse rauf. Aber das ist eine Fähigkeit. Die müssen wir einsetzen. Okay. Einen Knopf mehr zu drücken. Habe ich ein bisschen Angst vor. Panzerschwert. Eisenklinge. Ein rascher Schwertstoß mit blitzschnellen Annähern an den Gegner. Schockpotenzial groß. Die Geschicklichkeit ist zu 100%. Ah, okay. Das heißt, dieser Impulshieb, den können wir einsetzen, nicht das Schwert an sich. Ja, die Eisenklinge ist natürlich schlechter, im eigentlichen Sinne. Aber dafür 3 Plätze für Materia. Ich werde die mal ein bisschen ausprobieren. So, Materia einsetzen. Und dann packen wir rein den TP-Boost. Ja, dann gucken wir mal. Ja, jetzt habe ich ein neues Schwert. Das sieht irgendwie jetzt ein bisschen traurig aus. Ja. Ungeziefer in der Fabrik. Rattenplage. Soll ich jetzt echt hier Mini-Quests machen? Ja, bist du der Kerl, der die. Na gut. Ist eigentlich ganz praktisch, um das kleine neue Schwert zu testen. Hallo. Nanu? Oh, hallo Tifa. Was ist das denn? Passt Marlene auf den Laden auf? Schade. Ich wollte, dass sie mir bei der Suche nach meinen Freunden hilft. Dieser Alleskönner hier neben mir sagt, dass er sie suchen wird. Wirklich? Also gut, so sehen meine Freunde aus. Sie haben lange Arme und Beine, sind elegant und super schlank. Sie mögen Orte, wo man was essen kann. Und Leute, die ihnen Leckerlis geben. Und enge Spalten. Meine Freunde sind nämlich Kater, wisst ihr? Ach, wir sollen Katzen suchen? Alle drei sind sehr zutraulich. Wenn man sie ruft, kommen sie auch. Du musst sie unbedingt zurückbringen, ja? Ich soll Katzen suchen. Und was ist das? Leben des Planeten? Der Lebensstrom natürlich. Was ist das denn? Wie viel brauchen wir wohl, um auf die Platte ziehen zu können? Erzähl weiter vom Lebensstrom. Ach Mann. Das ist ein wichtiger Punkt. Alles klar, es gibt Katzen zu suchen. Super. Oh, also, die suchen. Nanu? War das nicht gerade ein Mounzen? Hab ich auch. Das klang ziemlich nah. Ah, hab ich auch gehört. Deswegen bin ich stehen geblieben, um aufgehört zu reden. Also nicht wundern. Ich wüsste aber nicht, wie man nach Namen ruft. Okay, aber das ist jetzt irgendwie ein bisschen weit weg, ne? Also, das Mauzen war hier. Ein
Ob das einer der Kater ist? Ja, ich weiß aber nicht, wie sollen wir den finden? Soll ich den irgendwie... Ich kann den, glaube ich, auch nicht rufen, oder? Oh, hi. Echt jetzt? Der ist weggelaufen? Oder ist er zurückgelaufen? Ich weiß es ja nicht. Sag doch mal was. Oh, eine Katze ist weg. Zurück. Hurra. Das wäre schon hilfreich. Ihr könnt euch riechen, ob der jetzt zurückläuft. Hast du eine Katze wieder? Die drei Kater mögen Plätze mit vielen Leuten. Häufig spielen sie im Eingang zu den Slums. Okay. Okay, das heißt Augen offen halten. Die stehen hier einfach nur irgendwo rum und freuen sich ihres Lebens. Sag Bescheid, falls dir was auffällt. Wieso muss ich Katzen suchen? Was starrst du mich denn bitte so an? Hab ich doch gar nicht. Glaub aber nicht. Seit einer Weile denken. Komm jetzt. Ein Mädchen aus dem Welche Nahrungsmittel halten sich denn lange? Laufen wir mal hier entlang. Zum Schlafen kommst du. Mann. Hey. Ich hab da eigentlich überhaupt keinen Bock drauf, die Katzen zu finden. Den Eingang zu den Slums, ja. Das ist der Wohnviertel, das sind die Slums. Hier ist ein Eingang, da ist ein Eingang und da ist ein... Ja gut, das sind drei Eingänge. Müsste eigentlich offensichtlich sein. Gut, müssen wir meine detektivischen Fähigkeiten testen. War hier eine Katze, oder? Wo war die eine Katze, die wir gefunden haben? Da ist eine! Da sind zwei. Hallo? Hey, ihr seid die Falschen. Geil, danke. Ah, da ist noch eine Katze. Ich habe sie alle gefunden. Kann ich nicht einfach eine von denen nehmen und sagen, hey, guck mal, das sind deine Katzen. Ah. Guck mal, da ist echt eine Katze. Das sind wahrscheinlich wieder die Falschen, ne? Oh, der Geselle vom Schlüsseldienst. Hier sind überall Katzen. Ihr wollt mich verarschen. So, eine von euch meine Katze? Na, guck mal. Ja, die sind alle weiß. Ey, die hat gefaucht. Ist das nervig. Okay, sie ist wieder verschwunden. Aber ich kann mir vorstellen, wo sie jetzt ist. Nö. Na, guck mal. Wie viele Katzen hier sind, alter Schwede. Ist die tot? Ich glaube, die eine ist tot. So. Ja, die sitzen hier einfach. Oh, das sind die Falschen. Na gut, dann. So, weiter. Da ist eine weiße Katze. Nanu? Wie viel Kilo soll das sein? Das ist ja gar nichts. So, jetzt haben wir drei Katzen gefunden. Die Frage ist, das dieselbe? Keine Ahnung, er gibt auf. Verschwundene Freunde zu Betty zurückkehren? Ja. Haben wir jetzt aufgegeben? 5 von 5? Diese Quest verwirrt mich. Was? Sie sind alle weggelaufen? Dann kommen sie nicht mehr zurück? Da seid ihr ja! Alle drei! Sie sagen, sie seien vor einem bösen Mann weggelaufen. Danke. Woher soll ich wissen, dass das nicht ein und dieselbe Katze war? Die ist einfach weggelaufen. Das lief doch wie am Schnürchen. Sicher bist du bald gut im Geschäft. Ja, für den Anfang nicht schlecht. Du darfst halt nicht wählerisch sein. Denk dran, Kontakte sind wichtiger als Geld, okay? Ja, die Regeln der Slums. Sehr gut, du lernst schnell, wie es scheint. Hab halt eine gute Lehrerin. Und eine strenge, wenn es darauf ankommt. Also sieh dich vor. Oh ja. Du meinst? Also, so langsam müsste Barrett eigentlich mit dem Geldsammeln fertig sein. Was meinst du? Sollen wir mal in der Bar nach ihm sehen? Sei ruhig ein bisschen streng zu mir. So, aber ich möchte erstmal die Nebenmission fertig machen. Man weiß ja nie, ob wir irgendwelche Vorteile dadurch bekommen. So, die Analyse brauchen wir erstmal nicht machen. Laufen wir zur nächsten Quest einfach. Mein Mann ist zum Bahnhof.
So, komm, ich glaube hier rein, ne? Ja. Hereinspaziert, hereinspaziert. Wir haben alles. Oh. Hallo Tifa. Finger weg. Dein Freund verdient sich also neuerdings als Söldner. Ja. Dann kannst du vielleicht auf Aasrattenjagd für mich gehen. Die Viecher schließen sich Wehrratten an und fressen uns alle Vorräte weg. Mein Lagerhaus wurde auch befallen. Hab nen Ruf zu verlieren. Sag mal, hast du da eben gelacht? Du hast die Mundwinkel so verzogen. Na egal, Hauptsache du erledigst die Arbeit anständig. Also, diese Aasratten verkriechen sich in den Vororten der Stadt. Angeblich kommen sie angelaufen, wenn sie die Schreie von Wehrratten hören. Selbst bei solchem Ungeziefer gibt's wohl so etwas wie Kameradschaft. Kameradschaft der Ratten.